Am Sonntagabend um 17 Uhr fand Spiel 2 der Playoff-Viertelfinalserie zwischen den Kassel Huskies und dem EV Landshut statt. Nach der bitteren Niederlage im ersten Playoff-Viertelfinalspiel wollten die Huskies mit einem Erfolg in Niederbayern den ersten Sieg einfahren, um das Heimrecht der Serie wieder zurück an die Fulda zu holen. Obwohl die Kassel Huskies im ersten Drittel die größeren Spielanteile besaßen und mit vielen guten Einschussmöglichkeiten immer wieder an EVL-Goalie Eisenhut scheiterten, ging der EV Landshut in Überzahl durch Peter Abstreiter in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Wie schon am letzten Freitag zeigte sich, dass die Kassel Huskies zu viele Chancen benötigen, um ein Tor zu erzielen, während beim EVL 2 Chancen ausreichen, um in Führung zu gehen. Im zweiten Drittel ging es auch gleich wieder los bei den Huskies. Chancen über Chancen und kein Torerfolg. Adriano Gaggiola scheiterte in der 23. Minute am Pfosten und seine Teamkameraden hatten in der Folge leider auch kein Schussglück. Erst in der 35. Minute sollte sich das ändern. Daniel Schmölz verzögerte zweimal und zielte dann genau in den linken Giebel zum verdienten 1:1 Ausgleich für die Schlittenhunde. Bei diesem Hammer hatte EVL-Goalie Eisenhut keine Abwehrchance. Mit diesem Spielstand ging es zum zweiten Pausentee. Im letzten Drittel strapazierten die Kassel Huskies mal wieder das Torgestänge der Landshuter. Zum dritten Mal in dieser Partie war der Pfosten mal wieder der Spielverderber. John Zeiler war in der 43. Minute der Pechvogel. Und wie das im Sport so ist, wenn man seine Chancen nicht reinmacht, macht es der Gegner. Wie auch schon im ersten Playoff-Spiel in Kassel nutzten die Landshuter in der 45. Minute durch einen Konter von Peter Gablik ihre Chance auf 2:1 zu erhöhen. Und nicht einmal eine Minute später erhöhten die Isarstädter durch Jared sogar auf 3:1. Leider kamen die Kassel Huskies nach diesem Doppelschlag nicht mehr zurück in die Partie. Auch wenn sie kurz vor Schluss des Spiels noch Mika Jawin für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahmen, ging der Schuss nach hinten los. 4:1 hieß das Endergebnis. Jetzt gilt es, den ganzen Fokus auf das Spiel 3 am Dienstag in Kassel zu legen. Anpfiff ist um 19:30 Uhr in der Kasseler Eissporthalle.